Wir sind ja auf dem Uhlenkrug. Eigentlich machen wir jedes Jahr Ende Februar, Anfang März hier eine Saatgutbörse. Das haben wir in 2008 angefangen. Und zwar im Laufe einer europäischen Kampagne damals, halt eben für den Kampf für freies Saatgut. Weil damals sich angebahnt hatte, dass auf EU-Ebene neue Saatgutverkehrsgesetze halt eben entwickelt wurden. Und es hat eine sehr breite Protestbewegung gegeben damals, die über ein paar Jahre gelaufen ist, um halt eben dagegen zu kämpfen, weil diese Saatgutverkehrsgesetzgebung halt eben vor allem die Agrarlobby bedient hätte und die Chemieindustrie, die bekanntlich halt eben auch das industrielle Saatgut herstellt. Der ganze Kampf um freies Saatgut ist eigentlich auch ein ganzer Kampf gegen diese industrielle Agrarwirtschaft, die halt eben gemacht wird überall in Europa und auch überall in der Welt, wo es halt eben hauptsächlich darum geht, viel Geld damit zu verdienen und die Kontrolle zu behalten. Und es sind eigentlich nur eine Handvoll Firmen, die hauptsächlich damit ihr Geld verdienen. Alle kennen wir wahrscheinlich mehr oder weniger Monsanto, jetzt Bayer. Es gibt Dow Chemical, es gibt Pioneer, es gibt DuPont, es gibt alle möglichen. Aber es sind effektiv nur eigentlich eine Handvoll großen Chemie-Saatgutfirmen, die hier mit Geld verdienen. Und damals den Kampf gegen diesen Saatgutverkehrsgesetz, die wurde international in ganz Europa auf jeden Fall sehr breit getragen. Und diese Idee, um halt eben mit Saatgutbörse halt eben auch diese ganze Thematik ans Publikum zu bringen, kam erstmal aus Frankreich und wir haben das dann hier übernommen und wir haben uns total gefreut, dass innerhalb von ein paar Jahren in ganz Mecklenburg die Saatgutbörse wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und alleine schon hier in der näheren Umgebung gab es eigentlich bis jetzt jedes Jahr sowohl hier als in Demmin, als in Burg Lempenow, als auf Rügen, in der Lasaner Winkel, in Greifswald, in Rostock gab es Saatgutbörsen. Das hat uns total gefreut. Letztes Jahr haben wir hier noch eine Saatgutbörse gemacht, eine Woche vor dem Lockdown. Und danach war dann die Frage, was machen wir jetzt? Die Saatgutvielfalt findet statt. Da passiert ganz viel online und auf alle möglichen Social Medias. Wir wollten uns da auch irgendwie ein bisschen mit anschließen und haben halt eben uns dann überlegt, dass wir auch halt eben dann jetzt mit unserem Saatgut hier in der Umgebung trotzdem sagen, wir sind da, Saatgutvielfalt findet statt. Das, was halt eben total fehlt am Moment, aber das fehlt natürlich auf alle Ebenen, sind die direkte soziale Austausch, also ein normaler Austausch zwischen den Menschen. Das kann natürlich auf ganzen Online-Geschichten, findet das nicht statt. Das tut uns unheimlich leid, weil der Kampf für freies Saatgut ist natürlich auch ein Kampf für eine ganz andere Art von Zusammenleben, für nicht nur auf die landwirtschaftliche Ebene, aber halt eben auch auf die soziale Ebene. Wir haben trotzdem uns dann halt eben entschieden, halt eben diesen Saatgutboxen zu machen. Wir werden davon halt eben drei hier in unserer Gemeinde Dagun aufstellen, noch eine am Bahnhof in Malchin. Und wir hoffen, dass diese Saatgutboxen natürlich irgendwie eine Anregung sind für Leute, dass sie halt eben Saatgut nehmen, Saatgut vermehren, Saatgut auch wieder in den Boxen reinlegen, was sie selber halt eben zu viel haben, damit andere Leute das auch wieder halt eben was damit anfangen können. Wir haben eigentlich in den Laufen von den Jahren, wo wir unseren Saatgutbörsen gemacht haben, sehr, sehr oft gleichzeitig eine thematische Veranstaltung gemacht.
Und die thematische Veranstaltung war immer irgendwie, hat damit zu tun, dass wir eigentlich mit dem Kampf für freies Saatgut halt eben einen Kampf für eine ganz andere Landwirtschaft machen wollen und halt eben auch uns gegen diese ganze Industrie, gegen diesen ganzen Pestizideneinsatz, gegen diesen Konzentration von Macht und Agrarlobby uns halt eben wehren. Und so sind wir halt eben immer in diesen, auch in diesem Kampf gegen die Pestizide, sind wir halt eben sehr engagiert, weil das ist die Verbindung mit freies Saatgut ist auch ziemlich klar, weil eigentlich also das moderne Saatgut, was auf den Markt gebracht wird, das kann eigentlich nur wachsen, wenn man sie halt eben bedient mit Kunstdünger und halt eben Pestiziden. Sonst wächst das einfach nichts mehr. Das kommt nicht mehr. Das ist viel zu empfindlich. Das geht einfach kaputt. Und deswegen sind diese alten Sorten und diese samenfeste Sorten, also samenfest heißt, dass man selber vermehren kann, dass man dann halt eben nicht abhängig ist von dem Saatguthandel. Deswegen ist es wichtig, diese alten Sorten halt eben in Ehre zu behalten und auch eventuell, man kann auch darauf weiter züchten, aber halt eben zu versuchen, regional angepasste Sorten zu machen, die halt eben ohne diesen ganzen Pestizide, die uns die ganze Umwelt kaputt machen, halt eben auskommen. Und jetzt haben wir uns für dieses Jahr überlegt, dass wir halt eben den Dr. Peter Klausing halt eben einladen. Er hat damals auch beim Monsanto-Tribunal hat er ein Zeugnis abgelegt. Er ist sehr aktiv auf dieser ganzen Ebene von Kampf gegen Pestizide und unter anderem engagiert er sich am Moment halt eben dafür, dass es ein Verbot geben wird für Pestizide, die hier in Europa schon verboten sind, dass die halt eben exportiert werden können. Weil das Komische ist, dass es gibt Pestizide, sind hier in Europa verboten, aber anscheinend werden sie weiterhin produziert und dann werden sie halt eben exportiert nach Lateinamerika, nach Indien, überall. So. Also Peter Klausing wäre natürlich normal gekommen, wenn wir hier eine Veranstaltung gemacht hätten ja das hier heute Nachmittag gemacht. Jetzt machen wir das, das geht nicht. Also nur mal kurz zu sagen, wir haben beim Ordnungsamt in Dagur ein Konzept vorgelegt gehabt, ein sozusagen Gesundheitssicherheitskonzept, wie wir das hier machen könnten, also mit einer Einwegroute durch die Saatgutbörse und immer nur 8 Leute in den Saal und mit Abstand und Masken und so, aber es wurde trotzdem abgelehnt. Wir wollten trotzdem das irgendwie mit dem Peter Klausing machen und haben ihm jetzt eingeladen, hierher zu kommen. Und wir machen halt eben eine Diskussion mit ihm, wo er uns erzählt, mit Abstand und noch ganz wenig Leute dabei, das Ganze wird gefilmt und wird dann halt eben online gestellt. Ich kann das einfach sagen. Und du schneidest es dann entsprechend raus, was ich so drumherum erzähle. Und das, was ich sagen will, ist, dass ich mich sehr freue, nach mehreren Jahren endlich mal wieder auf dem Hof Uhlenkrug sein zu können. Und dass ich heute als jemand hier bin, der mit dem Pestizidaktionsnetzwerk zusammenarbeitet und dass ich hoffe, dass wir ins Gespräch kommen über Pestizide und die Pestizide sollten eigentlich gar nicht existieren vielleicht, weil es andere Methoden gibt, Nahrung zu produzieren.
Aber wenn wir über Pestizide reden, dann geht es mir darum, dass ich zwei spezielle Themen etwas vertieft diskutieren will. Das eine sind Pestizide in der Luft und das andere sind Pestizide, die exportiert werden. Und das klingt jetzt so, als seien das zwei völlig voneinander entfernte Themen, aber wenn es klappt, dann werden wir merken, dass die eine ganze Menge miteinander zu tun haben, diese beiden Unterthemen. Ich würde mal mit den Pestiziden in der Luft anfangen. Da hat es in den letzten Jahren mehrere Studien gegeben, konkret zwei, die Pestizide in der Luft analysiert haben, beziehungsweise in Sammlern, die Pestizide in der Luft eingefangen haben. Und außerdem gibt es eine ganze Serie von Untersuchungen aus Südtirol, wo die Aktivisten dort Grasproben von Spielplätzen und aus Kindergärten eingesammelt haben und haben analysieren lassen. Und wenn man sich fragt, wie diese Pestizide, die dort in den Grasproben analysiert wurden, dahin gekommen sind, kommt man letztendlich auch zu der Schlussfolgerung, das kann eigentlich nur über Verdriftung passiert sein. Und das ist alles für mich, der ich Toxikologe bin, sehr erstaunlich, weil Pestizide, die in der EU zugelassen sind, vermeintlich gründlich analysiert und überwacht werden, meiner Meinung nach bei weitem nicht gründlich genug. Aber bei Pestiziden in der Luft klafft da eine große Lücke. Es gibt eine offizielle Richtlinie, wie man mit der möglichen Gefahr, die von Pestiziden in der Luft ausgehen, umgehen soll. Da gibt es Richtwerte, die von den physikalisch-chemischen Eigenschaften dieser Pestizide abhängig sind. Der Dampfdruck ist ein Maß, das Auskunft gibt über die Flüchtigkeit von Pestiziden. Und da gibt es drei Kategorien, also Dampfdruck über 10 hoch minus 2 Pascal, Dampfdruck zwischen 10 hoch minus 2 und 5 mal 10 hoch minus 3. Die Zahlen sollen uns vielleicht jetzt gar nicht verwirren. Wir merken uns einfach, es gibt drei Kategorien, was die Bewertung der Flüchtigkeit von Pestiziden anbetrifft. Aber dann hört es schon auf. Also man nimmt an, dass bei einem Dampfdruck höher als 5 mal 10 hoch minus 3 die Pestizidkonzentration pro Kubikmeter 1 Mikrogramm beträgt. Und so ähnliche Richtwerte gibt es dann für die niedrigeren Kategorien. Und auf der Basis wird dann festgelegt, ob man sich intensiver mit der Flüchtigkeit und dem Verdriften von Pestiziden beschäftigen sollte, seitens der Behörden oder nicht. Das Problem ist, dass die Pestizide nicht nur über Verdampfen in die Gegend kommen, sondern wie diese beiden Luftstudien von einem Kollektiv namens TEAM, T-I-E-M, analysiert, demonstriert haben, verdriften die also ganz offenbar, weil sie an Bodenpartikeln haften und diese Bodenpartikel dann verblasen werden. Und diese beiden Teamstudien, eine hat Baumrinde, was ein typischer Sammler ist von verdrifteten Pestiziden, also Baumrinde, 47 Baumrindenproben bundesweit untersucht, 2019 veröffentlicht worden. Im Folgejahr, im letzten Jahr 2020, ist dann mit professionellen Sammlern, sind Luftproben, also Passivsammler nennen die sich, Membranen, die also
irgendwo aufgestellt werden und wo man nach 2 oder 2,5 Monaten diese Membran abnimmt und analysiert. Und was da festgestellt wurde, waren, dass in der ersten Studie 104 verschiedene Wirkstoffe gefunden wurden. Und das hat sich im Wesentlichen in der großen Studie mit den Passivsammlern bestätigt, wo dann letztendlich 138 verschiedene Wirkstoffe analytisch festgestellt wurden. Das Bemerkenswerte, dass das eben oftmals mehrfach Rückstände gewesen sind, also in der gleichen Probe 5 oder 7 verschiedene Pestizide. Und dann standen diese Sammler oder eben auch die Bäume, von denen die Baumrindenproben genommen wurden, im Nahbereich, im mittleren Bereich und im Fernbereich. Und mittlerer Bereich ist definiert mehrere hundert Meter vom Ort der Ausbringung entfernt, also vom Feldrand entfernt. Fernbereich über 1 Kilometer. Im Extremfall sind Pestizide gefunden worden im Nationalpark auf dem Brocken, im Bayerischen Nationalpark, also ganz weit weg von der Stelle, wo sie ausgebracht wurden. Das ist also eine Sache, die, glaube ich, vorher nicht so bekannt war und die entsprechende Konsequenzen hat. Weil für die Pestizide in der Luft gibt es für die Anwender, also für die Landwirte, und da werden im gleichen Atemzug die Bystander, das wären die Spaziergänger, die während der Ausbringung eines Pestizids auf dem Acker spazieren, also im Feldweg spazieren gehen, hoffentlich nicht auf dem Acker. Und die Anrainer, die unter Umständen eben in unmittelbarer Nähe zu einem pestizidbehandelten Acker oder Feldfläche wohnen, für die gibt es so Grenzwerte. Und die basieren also auf diesen physikalisch-chemischen Eigenschaften der Flüchtigkeit, die ich vorhin beschrieben habe. Was das nicht berücksichtigt, ist irgendwelche Grenzwerte für Menschen, die nicht in diese Kategorie fallen und wo bei den Berechnungen mit diesem 1 Mikrogramm pro Quadrat, pro Kubikmeter, beziehungsweise dann entsprechend 15 Mikrogramm pro Kubikmeter in der ungefährlichsten Kategorie, was dann nicht berücksichtigt wird, ist, dass ganz normale Menschen, Jahr aus, Jahr ein sozusagen, weil die Pestizide munter an dem Feinstaub gebunden durch die Luft driften, dem auch ausgesetzt sind. Und das hat aus meiner Sicht als Toxikologe im Unruhestand zwei Konsequenzen. Das eine kann man vielleicht am Beispiel von Wasser deutlich machen, also am Beispiel von Pestizidrückständen. Es ist ja, glaube ich, allgemein bekannt, dass es sogenannte maximal zulässige Rückstandsmengen gibt, also Grenzwerte in Nahrungsmitteln. Es ist wahrscheinlich auch bekannt, dass für Trinkwasser und Grundwasser so ein fixer technischer Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Kubikmeter, pro Liter Wasser, Entschuldigung, pro Liter Wasser existiert. Und das aus gutem Grund, weil Wasser von den Nahrungsmitteln, die wir haben, rein mengenmäßig am meisten eingenommen wird. Also man trinkt, 2 Liter Wasser, 2 Liter Flüssigkeit im Durchschnitt pro Tag. Und das ist natürlich deutlich mehr. Keiner isst 2 Kilo Kartoffeln oder 2 Kilo Möhren. Und aus dem Grunde ist der Grenzwert bei dem Wasser so niedrig. Luft atmen wir 700 Liter pro Tag ungefähr ein. Also das schwankt natürlich von Größe, aber so als Richtwert 600 bis 700 Liter Luft. Aber es ist jedenfalls eine erhebliche Menge. Und damit besteht auch zumindest in der ländlichen Bevölkerung eine beträchtliche Möglichkeit, Pestizide praktisch über die Atemluft aufzunehmen.
Und dem wird meiner Meinung nach bei der Regulierung des Pestizideinsatzes nicht Rechnung getragen. Was auch nicht berücksichtigt wird, was insgesamt völlig ungenügend berücksichtigt wird, ist die Tatsache, dass man oftmals mehreren Pestiziden gegenüber gleichzeitig ausgesetzt ist. Die Wirkung dieser Pestizide, und ich meine die Giftwirkung dieser Pestizide, kann sich entweder addieren oder es kann zu einer exponentiellen Wirkungsverstärkung, wenn gleich in einen sehr kleinen Bereich kommen. Und da sind meiner Meinung nach die Schwachstellen in der Risikobewertung von Pestiziden. Und dass das jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen und Panik mache und sonst was ist, vielleicht dazu zwei Zahlen. Der Pestizideinsatz in Deutschland hat sich in den letzten 15 Jahren, und wenn ich von den letzten 15 Jahren rede, muss ich insofern um Entschuldigung bitten, als ich mich auf die Jahre von 2000 bis 2015 beziehe, ist um 25% gestiegen. Und die Zahl der Krebsfälle für Prostatakrebs und Brustkrebs hat sich in dem Zeitraum der letzten 30 Jahre, das sind die Zahlen, die ich statistisch zur Verfügung habe, verdoppelt bis im anderen Fall nahezu verdreifacht. Und da haben viele Faktoren einen Einfluss. Und das sind alterskorrigierte Werte. Also das Argument, die Bevölkerung wird immer älter, da ist doch klar, dass dann mehr Krebs kommt, zieht in dem Fall nicht. Es spielen sicher andere Faktoren eine Rolle. Lebensstil, Faktoren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Pestizide und insbesondere die Vielfalt von Pestiziden, denen wir ausgesetzt sind in geringen Mengen, dass das auch einen Einfluss hat. Und insofern gibt es eigentlich allen Grund, sich intensiver um Pestizide in der Luft zu kümmern. Es gibt ja dermaßen viele verschiedene Pestizide. Und du hast vorhin von den Wasserproben gesprochen, dass es da Grenzwerte gibt. Aber wer untersucht denn, auf wie viele Pestizide das Grundwasser, um zu wissen, ob ein oder das andere oder eine Mischung und so weiter in dem Grundwasser die Grenzwerte erreichen? Wir müssen regelmäßig Wasserproben analysieren lassen und lassen uns da die Ergebnisse vom Wasserversorger geben. Da steht nie irgendwas von Pestiziden drin. Aber es werden solche Untersuchungen durchgeführt, das weiß ich. Einer der besten Verbündeten des Pestizidaktionsnetzwerks sind die Wasserwerke. Und die analysieren auch auf Pestizide. Und es gibt ja eine Reihe von Pestiziden. Das beste Beispiel ist Atrazin, was 2003 die EU-Genehmigung verloren hat, weil eben permanent dieser Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter überschritten wurde oder pro Kilogramm pro Liter ist beim Wasser ja das Gleiche. Und ich weiß auch, dass das Problem unter anderem Glyphosat darstellt, weil Glyphosat mit einer gesonderten analytischen Methode analysiert werden muss, was dann nochmal extra teuer ist. Während die anderen Pestizide, da kann man mit Kombination aus Hochdruckflüssigchromatographie und Massenspektrometrie, so ein Tandemverfahren, kann man bis zu 500 Pestiziden in einem Analysengang auf einmal analysieren. Und das wird gemacht und ich bin jetzt kein Wasserexperte. Ich bin sicher, dass es ähnlich wie es diese jährlich veröffentlichten 5 Millionen Analysenwerte für Lebensmittel gibt. Und das sind jetzt nicht 5 Millionen Proben, sondern das müssen wir jetzt, wenn wir es so einfach machen wollen, durch 500 teilen, dann wissen wir, wie viele Proben ungefähr, wie viele Lebensmittelproben in Deutschland pro Jahr untersucht werden. Es wären also, müsste man jetzt nachrechnen, nicht 500.000, sondern
10.000 oder sowas. Und die kann man von der Website des BVL runterladen, diese jährlichen Lebensmittelanalysen. Das gibt es für Wasser bestimmt auch, da habe ich mich aber selber nie so drum gekümmert. Und Glyphosat ist dann, wie gesagt, nochmal so eine extra Nummer. Aber das wird eigentlich gemacht. Ich denke, wenn ihr hier, ihr seid ja kein Versorger, ihr seid ja nur Selbstversorger. Hm? Die Wasserproben, die ihr einschickt, sind... Wir haben einen Schlachtraum und da ist vorstellt, dass Wasserproben analysiert werden. Wenn das der Hintergrund ist, vermute ich mal, dass es hauptsächlich in die bakterielle Richtung geht, dass das Wasser dann mikrobiologisch einwandfrei ist und Nitrat spielt ja auch immer eine Rolle. Aber die Wasserwerke machen eben Pestizidanalysen. Also nochmal einen Schritt zurück. Wo kommen die Studien eigentlich her? Also diese Baumrindenstudie und auch diese Luftsammlerstudie. Auslöser des Ganzen sind zwei Dinge. Es gab im Grenzbereich zwischen Mecklenburg, Vorpommern und Brandenburg diesen Chlomazone-Fall vor ein paar 5, 6 Jahren, wo es also akute Vergiftungserscheinungen bei den Anwohnern gegeben hat und der eine Akteur innerhalb dieser Initiative für eine enkeltaugliche Landwirtschaft die eng zusammenarbeitet mit dieser Aktion Ackergifte, nein, danke. Die waren da eben davon betroffen. Und der andere Auslöser sind Klagen von Biobauern gewesen, die ihre Ernte in die Tonne treten mussten. Ich glaube, Bio-Fenchel war ein so ein Paradefall, wo Pendimethalin, also eins von diesen Pestiziden, was einen niedrigen Dampfdruck hat, was eigentlich da gar nicht auftauchen dürfte, dann praktisch die Ernte oder die Produkte dieses, und es sind auch mehrere Fälle dieser Art, dieser Biobauern kontaminiert hat. Und dann ging es teilweise um, wer bezahlt das, Schadenersatz, ja oder nein, und vor allen Dingen eben darum, dass das auch aus der Perspektive, sprich eines Produzenten, der pestizidfrei produzieren will, völlig falsch eingeschätzt wird, wie Pestizide wohin gelangen können. Und weil ich einmal am Reden bin, rede ich mal noch ein bisschen weiter, weil mir die Grasproben aus Südtirol wieder einfallen, wo ich die toxikologische Bewertung dafür gemacht habe. Und da es nun für Gras, das ist dann dort vor Ort von den Behörden in Südtirol das Argument gewesen, na Gras, da gibt es ja keine Grenzwerte. Was wollt ihr denn mit diesen gemessenen Konzentrationen von Pestiziden in dem Gras? Das ist doch keiner, spielt keine Rolle. In meiner Bewertung habe ich dann praktisch den unterstellt, ich glaube mal, oder die berechtigte Annahme getätigt, dass Hausgärten, die in ähnlicher Entfernung zu den Obstplantagen, die da der Verursacher oder die Quelle der Pestizidkontamination waren, dass Hausgärten von Anwohnern etwa ähnlich entfernt sind wie Spielplätze oder Kindergärten. Und dann habe ich Salat, Spinat und Erdbeeren als Produkte von Hausgärten, mögliche Produkte von Hausgärten genommen und habe dann die Konzentrationen in den Grasproben verglichen mit dem, was zulässig war oder zulässig ist an maximal zulässigen Rückständen. Und das ist eben zum Teil, also nicht durchgängig, aber wiederholt und des Öfteren, 10-fach bis 30 und in einem Fall sogar über 70-fach überschritten worden. Das ist also nicht von Pappe. Und wenn man sich das jetzt nun vorstellt, und solche Situationen gibt es, glaube ich, durchaus auch in Deutschland und nicht nur in Südtirol, wo intensiv, also pestizidintensiv Landwirtschaft betrieben wird,
insbesondere Obstbau und vielleicht Gemüsebau, dann hast du die Abdrift, dann hast du eventuell ein paar Rückstände in den Lebensmitteln und dann hast du noch die Rückstände in deinen eigenen Produkten, die du im Garten erntest. Und das dann Jahr aus Jahr ein, das ist was, wo man, glaube ich, sich nicht mit abfinden sollte. Ich würde dann jetzt einfach mal anfangen, von meinem Herzensthema zu reden, nämlich dem Export von Pestiziden aus Deutschland und aus der Europäischen Union. Und zwar von Pestiziden, die aus Gesundheits- und Umweltschutzgründen in der EU verboten sind. Was ja eigentlich so ein Widerspruch an sich ist. Und bevor ich dazu konkret werde, vielleicht noch der Hinweis darauf, dass wir, das heißt ich mit, wir zu viert eine Studie zu akuten, unbeabsichtigten, also wir haben eine unbeabsichtigte Pestizidvergiftung gemacht haben. Wir haben eine Studie gemacht, und zwar ausschließlich von PAN International, jemand aus Neuseeland dabei, zwei aus Deutschland, einer aus den USA. Und wir haben einen sogenannten Systematic Review gemacht. Das ist eine spezielle Form einer wissenschaftlichen Publikation. Man muss ein Protokoll hinterlegen und das stellt sicher, dass man das sachgerecht gemacht hat. Wir haben für diese Arbeit von über 800 Publikationen die Zusammenfassung uns angeguckt und haben auf der Basis dieser Durchsicht entschieden, dass 151 Publikationen die Informationen enthalten, die wir brauchen, um die Daten zu extrahieren und so eine globale Schätzung zu machen. Und diese globale Schätzung ist deshalb interessant, weil die letzte globale Schätzung ist 30 Jahre alt. Offiziell von der Weltgesundheitsorganisation, damals bei 25 Millionen Pestizidvergifteten, nicht Toten, sondern Vergifteten, also Menschen, die praktisch aufgrund der Exposition Symptome hatten und diese berichtet haben in den entsprechenden Studien. 25 Millionen weltweit jedes Jahr. Auf der Basis der Datenextraktion, also unser Hauptautor ist Mathematiker und er hatte auch die entsprechenden Möglichkeiten, die Daten auch dann maschinell zu verarbeiten sozusagen, sind wir jetzt bei 385 Millionen Landwirten und das sind ungefähr 44% der in der Landwirtschaft tätigen Bevölkerung. Dann können wir uns ausrechnen, dass diese Vergiftung, und das ist bekannt, zu 99% in den Ländern des globalen Südens stattfinden. Also in Ländern, wo erstens die Schutzausrüstung fehlt, wo die Pestizide mit Rückenspritze und wenn es passt, es gibt ja entsprechende Dokumentationen, wo die Leute in den Wind reinlaufen und dann auch permanent noch viel heftiger exponiert werden, wo die Schutzausrüstung die Schutzkleidung, die man vielleicht sonst tragen würde, unter den klimatischen Bedingungen gar nicht möglich sind oder praktikabel sind. So, in diese Region exportieren wir also Pestizide und diese Intoxikation, diese Vergiftungen passieren, glaube ich, zum überwiegenden Teil durch Inhalation, also durch Pestizide in der Luft, durch die Anwender durchmarschieren oder die Anwohner eben durch diese vorhin besprochene Exposition über die Luft dem ausgesetzt sind. So, und in diese Region exportieren wir jetzt Pestizide, die in der EU aus Gesundheitsgründen und auch aus Umweltgründen verboten sind. Das ist also ein doppelter GAU, wenn man so will. Leute, die schlechter geschützt sind, bekommen die Pestizide, die für die gut
gut, weiß ich nicht, aber besser geschützten Menschen zu giftig sind. Das passt irgendwie absolut nicht zusammen und deswegen haben wir jetzt diese Kampagne gestartet, Pan Germany und Incota zusammen im September vorigen Jahres, wo wir anstreben, dass in Deutschland ein ähnliches Gesetz verabschiedet wird, wie es in Frankreich schon existiert, auch wenn es 2022 dort erst wirksam wird. Aber verabschiedet ist es und zwar endgültig verabschiedet. Die Chemieindustrie hatte versucht, das zu kippen in Frankreich, was ihr aber nicht gelungen ist. So, um diese Pestizide geht es also. Die Menschen, diese 385 Millionen Fälle pro Jahr, von denen ich spreche, das sind Expositionen, also das ist ein Ausgesetztsein gegenüber Pestiziden, was zu Vergiftungssymptomen führt. Wenn man sich das überlegt, dann ist eigentlich ziemlich klar, dass es unterschwellige, also unterhalb einer akuten Vergiftung, wo man Kopfschmerzen kriegt, wo einem übel wird, wo man Hautausschlag bekommt, wo man also in diesen geringeren Dosen noch viel mehr oder ja, eine viel größere Zahl von Pestiziden, einer viel größeren Zahl ausgesetzt ist. Und das sind dann eben auch Pestizide, die in der EU verboten sind, weil sie krebserregend sind, weil sie erbgutschädigend sind, weil sie das ungeborene Leben schädigen. Und die entsprechenden Berichte gibt es natürlich auch aus Argentinien, aus Brasilien, aus Mexiko, dass die Krebsraten da wesentlich höher sind als bei uns. Und deswegen eben dieses Bemühen, dieses Verbot zu erwirken, um dann wenigstens diesen Doppelstandard abzuschaffen. Sprich Pestizide, die hier zu giftig sind, kann man locker noch irgendwo in Afrika, Asien oder Südamerika verkaufen. Und da gibt es unterschiedliche Bemühungen, da gibt es durchaus auch berechtigte Fragen, denen wir uns gestellt haben und denen man sich stellen muss. Sprich, wenn das hier verboten wird, dann wird das in China oder sonst wo produziert und das ändert gar nichts an der Tatsache. Das ist ein so ein Punkt. Wir sagen immer gleichzeitig mit unserem Wunsch oder unserem Appell, ein solches Gesetz in Deutschland einzuführen, dass es natürlich auch eine solche Regelung auf EU-Ebene geben muss. Da gibt es sogar Hoffnungsschimmer. Und dass das endgültige Ziel ein globales Abkommen zum Verbot solcher Pestizide sein muss, die krebserregend und so weiter, erbgutschädigend, was ich eben gerade aufgezählt habe, umfassen muss. Aber auf dem Weg dahin ist es natürlich sehr fragwürdig, wenn man sich darauf ausruht, zu sagen, also das lohnt sich nicht, wir verbieten das hier nicht, weil dann wird das so, kommt das von woanders. Wenn man nicht mit gutem Beispiel vorangeht, denke ich mal, hat man definitiv schlechtere Chancen, so ein globales Abkommen zu erwirken, als wenn man da von sich aus erstmal aktiv wird. Und wer da dagegen ist, das können wir uns an den fünf Fingern abzählen. Das sind die großen Agrarchemiekonzerne. Und witzigerweise, so rein von den Gesprächen, sind das auch die konventionellen Landwirte, obwohl die ja eigentlich, wenn man so will, Vorteile davon haben könnten von einem solchen Verbot, so im Sinne von Wettbewerbsverzerrung. Wenn also, ich wüsste jetzt keins, aber ein jetzt aus landwirtschaftlicher Sicht hocheffektives Pestizid, was die Produktion verbilligt, wenn das jetzt aus Gesundheitsgründen in der EU verboten ist und die Landwirte das in anderen Teilen der Welt noch anwenden können, könnten die billiger produzieren und es wäre dann so eine Art Marktverzerrung, weil die ihre billiger produzierten Produkte dann
über Mercosur und andere Freihandelsabkommen dann nach Europa exportieren könnten. Insofern würden die Landwirte in Deutschland und in der EU durchaus auch zumindest theoretisch davon profitieren können, so aus wirtschaftlicher Sicht, aber auf alle Fälle hätten sie keinen Nachteil davon. Also eigentlich müssten selbst die konventionellen Landwirte dafür sein, dass solche Pestizide, die hier verboten sind, in den Ländern des Südens auch verboten sind. Ich habe nicht genau verstanden, wie das französische Gesetz besagt was? Das französische Gesetz besagt, dass Pestizide, die in der Europäischen Union aus Umwelt- oder Gesundheitsgründen verboten wurden, dass diese in Frankreich nicht mehr ab 2022 nicht mehr produziert, gelagert oder exportiert werden dürfen von Frankreich aus. Und das ist jetzt ein falscher Zungenschlag, weil das ist nur ein Passus in dem Nahrungsmittel, in dem großen Nahrungsmittel- oder Lebensmittelgesetz, was da novelliert worden ist und 2022 in Kraft treten wird. Und da ist ein Paragraph, ein Abschnitt drin, der das genau das aussagt. Die Nummer des Paragraphen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ja, das ist also das Ding. Und in der Schweiz hat es im vorigen Jahr ja eine Regelung gegeben, dass bestimmte Pestizide, die also offenbar von Syngenta produziert werden, also ein paar weiß ich, dass diese sind 5 verschiedene Pestizide. Das ist ein kleiner Schritt im Vergleich zu der großen Zahl, relativ großen Zahl, die aus Gesundheits- und Umweltschutzgründen in der EU verboten sind und dann wahrscheinlich, hoffentlich, irgendwann mal nicht mehr exportiert werden dürfen, hat sich die Schweiz auf 5 verschiedene Pestizide festgelegt und die mit einem Verbot ab 2021 schon belegt. Aber es verbietet in Frankreich, dass diese Pestiziden in Frankreich hergestellt wird, aber es verbietet nicht die Firmen überhaupt, das herzustellen. Das stimmt, wenn die also... Deswegen können sie auch die Produktion auslagern und trotzdem schön weitermachen. Wenn die also eine Fabrik in China oder in Japan haben, dann geht das weiter, das stimmt. Wobei so Produktionsverlagerungen, das ist zumindest unsere Hoffnung, speziell von Wirkstoffen, nicht ganz so einfach sind. Die müssen eben mit einem Reinheitsgrad von über 95% produziert werden. Ich als Toxikologe weiß von den Diskussionen über die Wiederzulassung von Pestiziden, dass solche Verunreinigungen, die dann unter Umständen krebserregend sind, immer wieder Diskussionen auslösen bei den Behörden. Und insofern ist so ein Transfer einer Produktionsanlage von Wirkstoffen vielleicht nicht ganz so einfach wie irgendwas anderes, was man, also Textilindustrie sage ich jetzt mal, oder was technologisch nicht so anspruchsvoll ist. Aber die Lösung ist natürlich ein globales Verbot. Die Lösung könnte sein, ist es aber nicht, ein Lieferkettengesetz. Es gibt ja die Initiative Lieferkettengesetz, die jetzt nichts mit Pestiziden zu tun hat, sondern sich generell darum bemüht, dass die großen Unternehmen oder die im Ausland agierenden Unternehmen dafür haftbar sind, was ihre Zulieferer anbetrifft, dass die Menschenrechte einhalten, dass die den Umweltschutz und Arbeitsschutz einhalten und so weiter. In einer jüngst geführten Diskussion hatte ich mich speziell mit Blick auf die Landwirte, die ja, wenn man so guckt, irgendwo werden Pestizide Wirkstoffe produziert, dann kommen die zu einer Fabrik, wo die formuliert werden und dann kommen sie zum Händler und dann kommen sie zum Bauern. Man war sich auch in der Diskussion, wo ich die Frage gestellt habe, einig, das ist eine Lieferkette. Insofern verabschiedet wurde, als es dann jetzt irgendwann im Mai wahrscheinlich
in den Bundestag gehen wird zur Diskussion. Dieses Lieferkettengesetz ist ein Fortschritt gegenüber den unverbindlichen, auf Freiwilligkeit beruhenden Empfehlungen der Vereinten Nationen, die 2011 verabschiedet wurden, für Unternehmen und Menschenrechte, einschließlich Umweltgerechtigkeit oder Umweltschutz. Das sind also nur Empfehlungen. Das Lieferkettengesetz ist bei allen Mängeln, ist es verbindlich, es hat Sanktionen, über die man streiten kann, aber es hat welche, wenn das Lieferkettengesetz dann, wenn es dann verabschiedet ist, verletzt wird. Und auf der anderen Seite geht das Lieferkettengesetz eben, tritt wesentlich kürzer als dieses auf freiwilliger Basis beruhende Gesetz, diese Guidance, diese Empfehlungen der Vereinten Nationen. Und da geht eben die Auseinandersetzung jetzt weiter, dass möglichst auszuweiten und verbindlich zu kriegen und global zu bekommen. Und wenn das dann so global ist, dann sind die Pestizide da unter Umständen mit drin. Aber da das nicht absehbar ist, halten wir das nach wie vor für sinnvoll. Erstens ein Gesetz in Deutschland. Zweitens gibt es den Entwurf einer EU-Chemikalienstrategie, der ist im Oktober vorigen Jahres veröffentlicht worden. Und der sieht ähnlich wie dieses französische Gesetz, über das wir gerade gesprochen haben, vor. Der Entwurf kommt von der Europäischen Kommission, dass Chemikalien, Pestizide also eingeschlossen, die wegen ihrer Giftigkeit in der EU verboten sind, dann, wenn es diese Chemikalienstrategie dann mal in EU-Verordnungen umgesetzt wurde, was noch eine Weile dauern kann, dass das dann auch verboten sein soll. Das wäre dann sozusagen der Schritt von der nationalen Ebene auf die EU-Ebene. Und gleichzeitig gibt es so einen Prozess, der nennt sich SICEM, bei den Vereinten Nationen über Chemikaliensicherheit. Das zieht sich auch ewig hin und geht nur schleppend vorwärts. Das wäre dann eigentlich das UNO-Gremium, was wahrscheinlich dann zuständig wäre für so ein globales Abkommen zum Verbot, zumindest von diesen hochgefährlichen Pestiziden.